Ihr wisst nicht, welches Mainboard das richtige für euch ist. Ist es ein Mainboard mit B-Chipsatz oder ist es eins mit Z-Chipsatz? Wollt ihr ein 600er Board kaufen oder doch lieber ein neues 700er Board? Und vielleicht eher ein günstiges oder brauche ich ein teures Board? Was ist überhaupt das Richtige für euch? In diesem Video erkläre ich euch ganz genau die Unterschiede zwischen den verschiedenen Boards und zeige euch, welches Board das perfekte für euch ist. Hallo und herzlich willkommen bei Krotus Computer. Im heutigen Video möchte ich euch eine Mainboard-Kaufberatung geben und euch die Unterschiede erklären zwischen einem B-Chipsatz und einem Z-Chipsatz, genauso wie zwischen der 600er-Serie und der neuen 700er-Serie. Also, braucht ihr überhaupt ein neues 700er-Board, die meistens ein bisschen teurer sind, oder ist ein 600er vielleicht vollkommen ausreichend für euch? Und ist es besser, ein Board mit einem B660 bzw. B67-Chipsatz zu nehmen? Oder solltet ihr zu einem Z96 bzw. Z97-Chipsatz greifen, welcher auch wieder teurer ist? Wo sind die Unterschiede da in der Ausstattung? Rechtfertigt sich der höhere Preis und macht es innerhalb der Serien auch Sinn, ein teures Board zu kaufen? Weil ihr könnt auch ein B-Board kaufen, was 100 Euro kostet, aber auch eins, was 250 Euro kostet. Und bei Z könnt ihr ein Board kaufen, was 200 Euro kostet, aber auch eins, was 1000 Euro kostet. Braucht ihr das überhaupt? Was macht da Sinn? Das alles will ich euch heute ganz genau erklären. Und wenn ihr Lust auf mehr solchen Content habt, also Erklärungen, wenn ihr Lust drauf habt, Insights aus unserem Leben als PC-Shop kennenzulernen und auch coole Tests zu Praxisthemen sehen wollt, dann lasst doch gerne mal ein Abo da und aktiviert natürlich auch die Glocke, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Was mich in diesem Video interessieren wollte, ist, was ihr gerne mal in die Kommentare schreiben könnt, ist nämlich, was für ein Mainboard habt ihr aktuell, beziehungsweise was plant ihr für eins zu kaufen und warum habt ihr euch dafür entschieden? Denn vielleicht deckt sich das ja mit dem, was ich jetzt hier im Video erkläre. Oder wenn ihr jetzt im Video was gelernt habt, wo ihr sagt, jetzt ändere ich meine Entscheidung nochmal, schreibt es auch gerne rein. Das würde mich unglaublich interessieren, denn mein Ziel ist natürlich, euch immer mit diesen Videos möglichst viele Informationen zu geben und dafür zu sorgen, dass ihr am besten den optimalen PC für euch habt und da nicht zu viel Geld ausgibt oder zu wenig Geld ausgibt, wo es halt einfach nötig ist. Starten wir aber jetzt direkt erstmal rein und zwar mit einer Übersicht zwischen den Chipsätzen. Welche gibt es da überhaupt und wo unterscheiden die sich? Ich habe mir hier so einen schlauen Zettel gemacht, wo ich mir die ganzen Unterschiede mal rausgeschrieben habe, beziehungsweise ich habe mir eine Tabelle rauskopiert, wo die ganzen technischen Daten davon sind. Da will ich erst mal ein bisschen rübergehen, damit ihr so einen Eindruck bekommt, wo sind technisch so die Limitierungen zwischen den Boards? Also wo ist technisch einfach vom Chipsatz vielleicht ein Z-Board oder B-Board oder 700er oder 600er Board unterschiedlich? Wir schauen uns danach Boards im Detail an, nicht nur die, sondern ich habe hier eine ganze Reihe vorbereitet, wo ich das nochmal im Detail erklären kann. Weil was wir sehen werden, nur weil das technisch möglich wäre, heißt es nicht, dass das Board das auch wirklich in der Praxis hat. Aber fangen wir erstmal an. Es gibt eigentlich drei Chipsatzkategorien: B, H und Z. H lassen wir mal raus, weil es gibt kaum Boards bei H und die sind in der Regel nicht so beliebt. Nur damit ihr es mal gehört habt, ein H670 oder H770 Chipsatz ist so zwischen den B660 bzw. B67 oder Z96, Z97 Chipsätzen dazwischen. Man kann damit auch nicht übertakten, aber was die Anbindung von Lanes und Anschlüssen und so weiter angibt, bietet es theoretisch mehr Potenzial als ein B-Chipsatz. In der Praxis wird das selten genutzt, deswegen lassen wir den mal weg. Das ist eigentlich nicht so interessant. Wir fokussieren uns auf die beiden Hauptchipsätze, also B und Z. Fangen wir mal mit B an, also B660, B760. Beide B-Chipsätze können 28 Lanes nutzen. Davon kommen 16 Lanes vom Prozessor, die immer an den ersten Slot hier, an den ersten PCI Express Slot weitergegeben werden. Das könnte rein theoretisch PCI Express 5.0 sein, auch bei einem B-Board. In der Praxis werden wir aber sehen, dass die meisten B-Boards den PCI Slot mit 4.0 ausgeführt haben. Dazu muss man aber sagen, selbst die aktuelle RTX 4090 oder AMD 7900XTX, also die High-End-Modelle von AMD und Intel, nutzen beide noch PCI Express 4.0. Ihr habt also aktuell keinen Vorteil, wenn euer PCI Express 16-Fach-Slot 5.0 hat. Vielleicht irgendwann in X Jahren kann das mal einen Vorteil bringen, aber
aktuell bringt es gar nichts und man muss auch sagen, Tests haben gezeigt, selbst wenn ich jetzt einen 3.0 Slot habe und dort eine 4.0 Grafikkarte reinsetze, ist das leistungsmäßig nicht wirklich ein Unterschied. Es ist natürlich nice to have, wenn der 5.0 hat. Technisch könnte B-Boards das auch, die meisten haben es aber nicht. Dann von den Lanes ist es so, dass ich bei B660 8 3.0 Lanes habe. Diese 3.0 Lanes werden zum Beispiel genutzt für PCI-Express-Anschlüsse, können die genutzt werden. Die können hier für solche kleineren Slots genutzt werden, wo man dann Soundkarten oder Capture-Karten, WLAN-Karten und sowas reinsetzen kann. Dafür können diese Lanes genutzt werden. Da haben wir 8 Stück von. Und PCI-Express 4.0 haben wir 6 Lanes vom Chipsatz und der Prozessor kann hier auch nochmal 4 dazu liefern. So, diese 4.0 Lanes, die werden in der Regel für M2 SSDs benutzt, damit da einfach die maximale Bandbreite verfügbar ist, weil ob ich jetzt so einen 4.0 Slot hier habe für eine Soundkarte, macht halt gar keinen Sinn. Also da würde auch PCI Express 2.0 oder so vollkommen für ausreichen. Also, 28 Lanes insgesamt, 8 mal 3.0, 6 mal 4.0 bzw. 4 für die CPU und 16 mal 5.0, die vom Prozessor kommen. So, dann haben wir rein theoretisch 12 USB 2.0 Anschlüsse, benutzt in der Praxis niemand, 6 USB 3.0 Anschlüsse, auch nicht unbedingt so viele, 4 USB 3.1 und 2 USB 3.2 Anschlüsse. Das ist das, was die Boards bieten. Die Boards bieten einen RAID 0, 1, 5 und 10 Support. Genau, also RAID Support bieten die auch und genau, übertakten kann ich nur den Arbeitsspeicher. So, jetzt Unterschied zu einem, also das ist jetzt das B660 Gaming XDDR4, es gibt das ja auch als B67 Gaming XDDR4, gucken wir uns gleich genauer rein. In der Theorie könnte ein B760 Chipsatz, hat 4 3.0 Lanes weniger, also nur 4 statt 8, hat dafür aber 4 4.0 Lanes mehr. Was also der 700er Chipsatz macht, ist, er nimmt 4 3.0 Lanes weg und macht 4 4.0 Lanes dazu. Das könnte rein theoretisch in der Praxis dazu führen, dass ich mehr SSDs mit einer höheren Geschwindigkeit anschließen kann. Also genau genommen eine SSD mehr, statt mit 3.0 mit 4.0 anschließen könnte. Das ist so der Unterschied. Ansonsten ist alles exakt gleich. Also ihr merkt, es ist nicht wirklich ein Unterschied da. Und wenn ich jetzt lese, ich hätte, also bei einem B-Chipsatz habe ich schon 12 4.0 Lanes, eine SSD M2 in der Regel mit 4 angebunden, das heißt 3 SSDs mit vollem 4.0 Speed könnte ich schon mit einem B660 anbinden. Sind wir mal ganz ehrlich, wer benutzt mehr als 3 M2 SSDs und dann auch noch mit 4.0? Okay, gut. Das andere Board könnte mehr. Wie gesagt, da habe ich dann noch mehr Lanes eben fahren, 4 Lanes mehr. Ja, dann könnte ich es rein theoretisch sogar 4 anbinden. Na, dann geht das. So, dann kommen wir zum Z-Chipsatz. So, beim Z-Chipsatz ist es so, dass es insgesamt 46 Lanes gibt. Also ihr merkt, 28B, 46, das sind viel mehr Lanes. Die sind aufgeteilt darauf, dass ich 16 3.0 Lanes habe beim Z96. Beim Z97 habe ich nur noch 8 3.0 Lanes, also die Hälfte. Hab dafür aber bei den 4.0 Lanes 20 statt 12. Also auch genauso hier, sie haben einfach 8 Lanes weggenommen bei 3.0 und 8 Lanes dazu gemacht bei 4.0. Also in der Praxis auch, es können mehr SSDs angebunden werden. Wobei, dadurch, dass ich eben schon 12 plus 4 von der CPU Lanes habe, kann ich in der Praxis auch schon 4 4.0 SSDs bei einem Z96 Board drauf machen und dann sind wir wieder bei dem Punkt, brauche ich da wirklich mehr Lanes, ne? Also ich meine, 4 SSDs, ich habe gerade schon gesagt, wer benutzt schon 3, wer benutzt schon 4, ja, ist schwierig, schwierig. Ansonsten alles gleich, ich habe rein theoretisch an SATA-Anschlüsse, also bei B660 hatte ich 4 maximal, wie sie jetzt hier auch ausgeführt sind. Bei Z96 oder Z97 habe ich 8. Ja, also SATA, wer benutzt heutzutage noch SATA-Festplatten? Also HDDs, ja, vielleicht mal 1 oder 2, aber 8? Ja, gut. USB 2.0 könnte ich 14 anbinden. In den Preisbereichen USB 2.0 ist eher weniger vorhanden. USB 3.0 könnte ich 10 anbinden. USB 3.1
für die auch 10 anbinden. Und da gibt es jetzt einen Unterschied. Und zwar bei Z96 könnte ich 4x3.2 anbinden. Bei Z97 könnte ich 5x3.2 anbinden. Also einmal mehr. Ansonsten der Rest ist auch RAID und so weiter, pipapo, alles möglich. Das einzige Unterschied ist, dass ein PCI Express RAID bei den B-Chipsätzen nicht geht, bei den Z-Chipsätzen schon. Also wenn ihr eine PCI Express SSD im RAID haben wollt, müsst ihr ein Z-Board nehmen. Ob jetzt 96 oder 97 ist egal, aber es muss ein Z-Board sein. Also zusammengefasst, die 700er Boards tauschen in der Regel also 4 bzw. 8, also die Hälfte ihrer 3.0 Lanes ein gegen die gleiche Anzahl an 4.0 Lanes, um halt mehr SSDs in der Regel anbinden zu können. Ansonsten tut sich da nichts bei den Chipsätzen, gibt es keine Unterschiede. Das Einzige, was wir in der Praxis sagen müssen, ist, die 700er Chipsätze kommen etwas besser mit höheren RAM-Takten klar. Das heißt, wenn ihr, also DDR4 ist das eher nicht so, aber DDR5, wenn ihr plant 6000 MHz oder mehr Arbeitsspeicher, läuft es auf einem 700er Chipsatz eher stabil als auf einem 600er, muss man sagen. Also das ist in der Praxis noch so eine Sache, was jetzt hier aus dem Specsheet nicht hervorgeht, aber das kann man sagen, der RAM-Tag wurde einfach etwas besser optimiert. So, das soll es jetzt auch erstmal an kurze Vorstellung gewesen sein. Ihr wisst also, in der Regel können die etwas mehr Anschlüsse im M2-Bereich haben, die 700er Boards. Ob das in der Praxis so ist, gucken wir uns jetzt an, weil das, was ich alles vorgelesen habe, kennt ihr ein Board mit 14 USB 2.0 Slots und 10 USB 3.0 und 4 USB 3.1 und kenne ich kein Board mit. Ne? Also das ist natürlich nur Theorie, wie es in der Praxis aussieht, gucken wir uns jetzt an. Starten wir mit der Einsteigerklasse. Hier mal beispielshaft an einem Gigabyte B660M DS3H DDR4 Mainboard. Das ist dieses Mainboard hier. Gibt es natürlich auch von anderen Herstellern. Ich habe jetzt hier beispielhaft mal das so ein Gigabyte genommen. Das verwenden wir auch im Shop, weil ich es in dem Preisbereich ganz gut finde. Aber das ist jetzt mal so ein Beispiel hier. Was wir direkt sagen können, bei B660 gibt es fast nur DDR4 Mainboards, gerade in diesem Preisbereich. Also wir reden hier über das Board, kostet 110 Euro, ne? Das müssen wir sagen. In dem Preis gibt es sowieso nur DDR4, bei B660 gibt es mehr DDR4. Also es gibt auch DDR5 Boards, aber die sind im 200 Euro plus Preisbereich. Ne? Also im unteren Preisbereich haben wir nur DDR4 Boards. Einfach aus dem Grund auch, DDR4 Speicher ist viel günstiger als DDR5 Speicher und es kauft halt niemand ein 100 Euro Board und steckt dann 200 Euro DDR5 Speicher drauf. Das macht da gar keinen Sinn. Deswegen, die günstigen Boards machen auch Sinn mit DDR4. So, wir sehen hier direkt, das ist Micro ATX. Das ist also ein kleineres Board, einfach um Kosten zu sparen. Ne? Größeres Board, mehr PCB, mehr Anschlüsse, teurer. Deswegen hier Micro ATX. Das bedeutet, wenn ihr jetzt natürlich ganz viele Erweiterungskarten habt und hier noch WLAN-Karte und Soundkarte und Capture-Karte und was auch immer für Karte reinstecken wollt, das klappt hier nicht. Weil, wenn wir mal sehen, also dieser Slot hier kommt die Grafikkarte rein, die wird wahrscheinlich diesen Slot hier noch bedecken und überragen, dann habt ihr noch einen, also realistisch einen Slot frei, wo was nicht Grafikkartenmäßiges reinkommt. Da muss man realistisch sein. Wer da mehr braucht, für den ist das schon mal nichts. So, M.2 Slots haben wir zwei Stück. Also einmal den hier oben, da wird auch so ein kleiner Kühler mitgeliefert, der ist jetzt nicht besonders groß, besser als nichts. Und ein zweiter, wo kein Kühler dabei ist. Da muss man eine SSD mit Kühler nehmen oder extra Kühler. So, ich habe mir auch im schlauen Zettel aufgeschrieben. Muss ich einmal kurz zeigen. Die Anschlüsse hier sind beide PCI Express 4.0. Also das ist schon der 4.0 Standard. Ja, nicht das neueste 5.0. Da sind jetzt aber gerade die ersten SSDs überhaupt für angekündigt worden. 4.0 ist also fein. Das haben wir hier zweimal dran. Ja, wir haben hier nur zwei SATA, nee, vier SATA Anschlüsse. Ja, reicht eigentlich auch aus. Wir schließen nur SATA Geräte an und wir haben bei den USB Anschlüssen genau, haben wir halt einmal USB-C. Das USB-C ist sogar nach 3.1 Standard und wir haben 6x USB insgesamt. Also ja, ihr habt einen USB-C dran, ihr habt einen USB 3.1 dran, 6 USB-Anschlüsse insgesamt. Sind jetzt nicht super viel, muss man auch ehrlich sagen, aber wir reden über 110 Euro Mainboard. Die Spannungswandler sieht man natürlich auch. Eine hat so einen kleinen Kühler, die andere Hälfte ist gar nicht gekühlt. Also das ist jetzt nichts, wo ich einen 13.000 oder 12.900K oder so einen Prozessor draufpacke.
Das ist ein Board, wenn ihr sagt, ich möchte einen günstigen PC, weiß nicht, 1000 Euro Preisbereich bauen, ich will mir einen 12400F oder den neuen 13400F draufpacken als Prozessor. Ich habe einfach nicht mehr viel Budget drüber für ein Mainboard, das soll einfach funktionieren. Ich brauche da nicht viele Anschlüsse, nicht viel Schnickschnack, ich brauche einfach irgendein Board. Nehmt man das. Dann dafür ist es gut. Es gibt das auch als B760. Es hat exakt die gleichen Anschlüsse. Es ist das B760 Modell von dem ist exakt gleich, sieht vielleicht minimal anders aus. Es hat die exakt gleichen Anschlüsse, auch wenn wir gelernt haben, dass es auf dem Papier mehr PCI Express haben könnte. Das hat eh nur zwei Anschlüsse hier. Das B760 hat hier null Unterschied. Null Unterschied. Und ja, ist halt einfach nur teurer. Also ich habe mir das Preis auch mal aufgeschrieben. Also das liegt bei 110, das B760 liegt bei 120. Da zahlt ein 10er mehr für, dass ihr nicht wirklich was für habt. Also das braucht man jetzt nicht unbedingt. Wenn das irgendwann mal genauso viel kostet, kann man es natürlich nehmen. Ansonsten, ja, macht das nicht wirklich einen Unterschied in dieser Preisklasse. So, wir sind jetzt hier in der Mittelklasse bei den B-Chipsätzen angekommen. Wir haben hier einmal das Gigabyte B660 Gaming XDDR4 und einmal das B760 Gaming XDDR4. Das ist jetzt die AX-Variante mit WLAN dabei. Denkt euch das WLAN einfach weg. Es gibt das auch ohne WLAN, das habe ich nur gerade nicht da. Und das gibt es auch mit WLAN, das habe ich auch gerade nicht da. Aber ansonsten sind die Boards gleich. So, was haben wir jetzt hier mehr? Also wir sind hier in einem Preisbereich, dieses Board kostet 140 und dieses 160 Euro. Also ohne WLAN jetzt 160 Euro. So, das heißt, wir sind hier schon ein bisschen höher als bei den Einsteigerboards. Da waren sie bei so 110, 140, also sind schon so 30 Euro mehr, die wir hier ausgeben. Dafür haben wir hier aber zum ersten Mal ein komplettes ATX-Board, also die komplette Größe. Das bedeutet, hier oben kommt die Grafikkarte rein. Wir haben hier zwei komplett nutzbare PCI Express-Slots, wo ihr eine Soundkarte, Capture-Card, WLAN-Karte, was auch immer reinpacken könnt. Die auch wirklich nutzbar sind, weil so viel Platz nimmt die Grafikkarte hier auch nicht ein. Was M2 angeht, haben wir nicht nur zwei, sondern drei Anschlüsse hier, wo wir SSDs reinmachen können. Da muss man sagen, dass diese hier zweimal mit 4.0 und einmal mit 3.0 angebunden sind. Also hier kommen wir dann eben in die Bredouille, dass wir sagen, Lanes müssen wir ein bisschen aufpassen, eben aufgrund des B660-Chips, deswegen zwei 4.0, einer 3.0. Aber auch in der Praxis, wer benutzt 4x 4.0 SSDs? Sei dahingestellt. Genau, Spannungswandler, wie wir sehen, sind halt einfach auch viel besser gekühlt hier. Also wirklich richtig große Spannungswandlerkühler haben wir hier. Da ist auf jeden Fall eine gute Spannungsversorgung da. Da würde ich mir auch gar keine Sorgen machen, 13.900K drauf zu packen auf das Board. Das würde überhaupt gar kein Problem sein. Und anschlussmäßig ist es so, dass wir hier etwas mehr Anschlüsse haben. Wir haben hier 8 Anschlüsse insgesamt. Wir haben diesmal keinen USB-C dran. Okay. Dafür haben wir aber einen USB-C Frontpanel-Anschluss. Das heißt, wenn das Gehäuse USB-C hat, können wir das da anschließen, haben einen USB-Anschluss am Gehäuse, USB-C-Anschluss. Haben hier sogar USB 3.1 einen Anschluss dran, wie bei dem anderen Board auch, 8x USB insgesamt. Ansonsten klaren LAN 2,5 Gigabit haben wir dran natürlich. Also das passt auch alles bei diesem Board. Ne? Also wir sehen, hier sind wir schon besser ausgestattet. Und jetzt gucken wir uns dieses Board an hier und wenn man die mal gegeneinander hält, sieht man, dass die fast identisch aussehen. Also es sieht aus, als wäre es der exakt gleiche Kühler, nur in einer bisschen anderen Farbe. Das Board sieht allgemein exakt gleich aus, nur die Farbe ist minimal anders. Ansonsten hat sich da nicht wirklich irgendwas getan. Das Einzige, was man sagen muss, technisch, die Anschlüsse sind hier alle 4.0. Also da hat es was gebracht, der 700er Chipsatz, dass wir hier drei SSDs mit 4.0 anbinden können. Das Board ist aber 20 Euro teurer. Ob man jetzt 20 Euro mehr für eine SSD 4.0 statt 3.0 ausgeben will, sei dahingestellt. Muss jeder für sich selber wissen. Braucht man jetzt nicht unbedingt. Aber da sind wir jetzt hier in so einer Mittelklasse. Das ist für die meisten Builds im DDR4-Bereich, also auch DDR4 hier, meisten Builds im Mittelklassebereich wirklich ausreichend und wirklich gut. Viel mehr Board braucht der Otto-Normalverbraucher eigentlich jetzt nicht und beim Gaming habt ihr jetzt auch da mit mehr keinen Vorteil. Deswegen, wenn ihr jetzt nicht 3, 4, 5.000 Euro PC euch bauen wollt, reicht das Board dafür vollkommen aus. Jetzt sind wir im B660 High-End-Bereich, kann man sagen. Beispielhaft hier mit dem MSI B660 Tomahawk Wi-Fi DDR4. Dieses Board gibt es auch als DDR5-Variante, ist dann irgendwie 15, 20 Euro teurer oder sowas. Die anderen Boards, die ich gezeigt habe, gibt es nur als DDR4-Varianten. Hier sind wir jetzt aber in einem Preisbereich, wo es auch mit DDR5 gibt. Aber
Hier, also wie gesagt, dieses Board kostet ungefähr 220 Euro. Das ist schon viel. Wir werden gleich zu den Z96 Boards kommen. Da gibt es schon die ersten Z96 oder Z97 Boards für. Das heißt, es ist schon relativ viel. Wir haben hier auch eine sehr hochwertige Spannungsversorgung, muss man sagen. Eine gute Ausstattung. Wir haben drei SSDs hier dran, PCI Express 4.0 M2 SSDs, alle drei damit angebunden. Wir haben 9 USB-Anschlüsse. Davon ist ein Anschluss sogar USB-C 3.2, also 20 Gigabit die Sekunde. Wir haben dabei 4x USB 3.1 dran, also viel mehr USB-Anschlüsse als die günstigeren Boards. Wir haben hier sogar 6 SATA-Anschlüsse dran, die anderen Boards hatten ja nur 4. Hier haben wir noch so ein paar Features, wie einen besseren Soundchip und sowas. Das hat, also das Board gibt es auch nicht ohne WLAN, das hat immer WLAN dabei, das ist hier direkt mit inkludiert. Auch wenn man es nicht haben will, gibt es halt dabei. Das heißt, ihr merkt, wir sind von der Ausstattung her ein bisschen besser. Hier ist auch, also alle anderen Boards hatten auch hier PCI Express 4.0 eben am Slot für die Grafikkarte, hat dieses auch. Es gibt aber zum Beispiel von Asus das B660 Strix Gaming F-Wi-Fi oder sowas heißt das, glaube ich. Das kostet noch ein bisschen teurer, so 250 ungefähr. Das hat auch 5.0 für die Grafikkarte. Also gibt es auch bei B660 Boards, ist aber eher selten. Für wen ist das Board hier? Da muss man sagen, man muss differenzieren. Dadurch, dass wir hier in einem Preisbereich sind, wo wir schon die ersten Z96 bzw. Z97 für kriegen, muss man sich schon überlegen, ob man das haben möchte. Man kann sagen, dass die Ausstattung hier natürlich für ein Board in diesem Preisbereich schon sehr gut ist. Also die 96 oder 97 Boards sind teilweise schlechter ausgestattet in dem Preisbereich. Weil das sind die Einsteiger-Basic-Boards, ne, die man für das Geld bekommt beim Z-Chipsatz. So, das bedeutet, wenn ihr eine möglichst gute Ausstattung haben wollt und nicht übertakten wollt und ein möglichst gutes Board haben wollt, dann wäre sowas hier den Weg, wo man sagen könnte, das passt noch. Ne? Also wie gesagt, wenn ihr Wert legt auf USB 3.2 und so ein Kram, ne, dann ist das richtige Board für euch, aber hier kann man auch überlegen, ob man nicht vielleicht 20 Euro mehr für ein Z96 oder Z97 ausgibt. Nicht, weil man übertakten will, sondern einfach, um noch ein, zwei extra Features eben davon zu haben, die ich jetzt beim B-Chipsatz nicht habe. Und weil es dann, ob ich jetzt 220 oder 240 ausgibt, macht auch nicht mehr so viel aus. Wir kommen jetzt gleich zu den Z-Boards. Schaut da dann einfach mal, ob euch das wert ist. Deswegen, ja, so war es wirklich nur, wenn ihr Wert auf diese extra Features lest, ansonsten könnt ihr euch das sparen. Dann bleibt beim 150 Euro Gaming X Board, das reicht dann auch vollkommen aus. Es gibt das Ganze auch als B760 Board bei dem Tomahawk Board. Bei dem B760er ist der Chipsatz hier 5.0. Also der Preisunterschied ist so, dass das B760 aktuell nur 10er teurer ist. Dafür bekommt ihr hier PCI Express 5.0 für die Grafikkarte. Das ist was, wo ich sagen würde, kann man für einen 10er mal mitnehmen. Ne? Kann man mal machen. Der Rest ist identisch. Ne? Da habt ihr keinen Vorteil. So, und das war jetzt auch mit B660 fertig. Und dann ja, kommen wir jetzt zu den Z-Chipsätzen. Aber als kleines Fazit vielleicht mal für die Chipsätze. Bei den B-Chipsätzen, ihr wollt nicht übertakten, ihr wollt ein möglichst gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, ihr setzt wahrscheinlich noch auf DDR4 Arbeitsspeicher und ihr wollt maximal 3 SSDs anschließen und ja, ihr braucht jetzt auch nicht alle 3 mit PCI Express 4.0 oder seid dafür bereit mehr auszugeben, dann ist ein B-Board für euch richtig. 700er Chipsatz lohnt sich bei den Boards so gut wie gar nicht, da ist eigentlich nicht wirklich irgendwas groß ändert. Wenn es jetzt ein 5er oder 10er Unterschied ist, kann man das mitnehmen. Ansonsten lasst es sein, das braucht ihr nicht. Der einzige Unterschied ist, wenn ihr einen 13.000er Prozessor habt und das Board hat keine Funktion, das BIOS ohne Prozessor zu flashen, dann kann es passieren, dass ihr mit einem 600er Board kein Bild bekommt, weil ihr erst mit einem 12er Chipsatz, also 12er Prozessor, das flashen müsst. Da müsst ihr aufpassen. Wenn das Board, wie zum Beispiel dieses hier, so eine Flash-Funktion hat, ich glaube, das hat das, ich hoffe zumindest, das hat das. Ich habe nicht nachgeguckt. In der Regel, die Boards in dem Preisbereich haben das. So eine Funktion, wo man halt ohne Prozessor das BIOS flashen kann. Dann ist egal, ne? Dann braucht ihr ja keinen anderen. Aber wenn das Board das nicht hat und ihr habt keine alte CPU da und ihr seid euch nicht sicher, ob ihr schon das neueste BIOS geliefert bekommt vom 600er Chipsatz,
dann ist es vielleicht doch wert, die 10er mehr auszugeben, einfach damit ihr nicht da steht und dann gucken müsst, dass ihr euch irgendwo noch eine 12er CPU für einen einmaligen BIOS-Flash organisiert. Ne? Genau, aber machen wir jetzt mit den Z-Chipsätzen weiter. Jetzt sind wir bei den ersten Z-Chipsätzen. Ich habe hier einmal das günstigste aktuell Z790-Board mitgebracht, das Z690PG Lightning von ASRock. Das ist das aktuell günstigste Z790-Board, was ihr kaufen könnt. Das liegt so bei 220 Euro. Und ich habe hier ein auch schon, ich glaube, es ist nicht das günstigste Z690, aber eines der günstigeren Z690, das Gaming XDDR4 mitgebracht. Das kostet auch 220 Euro. Die liegen also im gleichen Preisbereich. Und jetzt kann man hier schon mal direkt sehen, wo ich sage, also Z790 macht nicht unbedingt Sinn, weil ich meine, wenn man das mal hier so vergleicht, die Spannungswandlerkühler, die sind hier bei dem Board auf jeden Fall deutlich größer als bei den Z790 von ASRock. Hier haben wir einen so eine Mini-Metallplatte, was ein M2-Kühler sein soll. Hier haben wir alle drei Slots mit M2-Kühlern belegt und wirklich größeren M2-Kühlern. Wenn wir uns die USB-Anschlüsse angucken von den Boards, dann haben wir bei dem Z690 Gaming XDDR4-Board 10 USB-Anschlüsse und davon ist einer USB 3.2 Typ C, zwei USB 3.1 Typ A und die restlichen dann 3.0 und 2.0. Bei dem Z690PG Lightning haben wir 8x USB, nur einmal 3.2 Typ C, einmal 3.1 Typ A und die anderen dann 3.0 und 2.0 eben. Also haben auch eine schlechtere Ausstattung an USB-Anschlüssen da. Was die M2-Slots angeht, seht ihr, hier haben wir einen Slot mit irgendeiner, es ist einfach eine Metallplatte. ASRock nennt das Kühler. Ja. Könnt ihr selber entscheiden, wie viel das kühlen soll. Genau, die anderen drei Slots sind überhaupt gar nicht mit irgendwelchen Kühlern bestückt. Also wir haben vier Slots, die alle PCI Express 4.0 sind. Wir haben hier auch viermal PCI Express 4.0 N2 Slots, die aber alle Kühler haben. Also hier sind drei drunter, hier ist einer drunter, die sind alle mit Kühlern bestückt. Ich finde auch ganz ehrlich, optisch macht das Board ein bisschen mehr her als dieses hier. Und also wir haben hier halt viermal SATA-Anschlüsse, hier haben wir sechs SATA-Anschlüsse, also auch mehr SATA-Anschlüsse. Ja gut, einen USB-C-Anschluss für Frontpanel haben wir beides da dran. Aber also ich sag mal so, da sieht man halt, ja, Z790 bringt halt gar nichts. Also ich würde eher dieses Z690-Board hier nehmen, als für das gleiche Geld dieses Z790-Board zu kaufen, was einfach viel schlechter ausgestattet ist. Ne? Und auch wenn man mal ansonsten beachtet, es gibt ja, also das kostet 220 Euro und ich würde mit diesen Spannungswandlerkühlern, ob man jetzt da unbedingt 13.900K übertakten will, wahrscheinlich auch eher nicht. Und wenn man mal guckt, also 8 USB-Anschlüsse, ja gut, kein USB 3.2, aber 8 USB-Anschlüsse bekomme ich auch bei dem B660 oder B67 GMX. Ja, da habe ich nur 4 statt 3 M2, aber ich sag mal so, für die meisten Leute macht es halt gar keinen Sinn, auf so ein Board zu gehen, wenn du halt genauso viele USB-Anschlüsse bekommst. Ja, einen M2 weniger bekommst, aber ansonsten die Ausstattung bekommst für halt irgendwie 140, 150 statt 220 Euro. Ne? Also das macht überhaupt gar keinen Sinn, dann so ein Board zu nehmen. Wenn würde ich in dem Bereich dann so ein Board hier nehmen, wobei man da dann auch wieder sagen muss, also wir hatten ja gerade das sehr gut ausgestattete B660 Board, was dann auch in dem Preisbereich ist. Der Unterschied zu so einem Board wäre jetzt, dass das irgendwie noch zwei USB-Anschlüsse mehr hat und einen N2-Anschluss mehr hat. Ja, da kann man sich jetzt überlegen, dadurch, dass da halt nicht wirklich ein Preisunterschied ist, einfach auf das Z-Board zu gehen, weil dann hat man eben den zwei USB mehr oder einen USB mehr und einen M2 mehr, ja, hat man es halt, ne, ist dann halt dran, ne, wenn es halt preislich nur ein paar Euro ausmacht, ist es ja nicht schlimm, wie gesagt, ansonsten braucht man das nicht und auch bei den Z-Boards, wie gesagt, das gibt's auch als, also das ist jetzt DDR4, das ist direkt DDR5, aber da macht es halt, das DDR5 ist halt noch blöder, weil der RAM ist halt, also wenn ihr einen 32 GB RAM gibt, das kostet genauso viel wie das Board, das ist halt irgendwie doof, ne? Und dementsprechend, das ist jetzt hier als DDR4, das ist dann noch budgetmäßig, preisleistungsmäßig ganz gut. So, jetzt kommen wir gleich zu noch einem höherwertigen Z-Chipsatzboard, wo ich euch zeigen will, okay, gut, wo geht die Reise hin, wenn ich jetzt hier nicht für ein Z-Board die Einsteigerboards nehme, sondern ein Board für 350 Euro oder sowas nehme. Das sind jetzt die beiden letzten Boards, die wir uns angucken. Hier sind wir jetzt, ja, High-End-Z-Bereich ist schwierig zu sagen, wenn es Boards für 1000 Euro gibt.
aber schon in einem gehobenen Z-Chipsatzbereich. Also das Z97 Tomahawk Wi-Fi, das liegt bei so 350 Euro. Das gleiche Board als Z96 liegt übrigens bei 320 Euro. Und das Z96 Edge Wi-Fi, was wir hier haben, das liegt auch bei 350 Euro. Das Z97 liegt so bei 400. Allerdings ist das auch ein anderes Board. Das hat von MSI so ein Wild Theme und hat auch eine bessere Ausstattung wirklich bekommen. So, das kann man nicht direkt 1:1 vergleichen. Deswegen ist es teurer. So, hier sind wir jetzt. Beide Boards haben DDR5. Also es gibt also das Tomahawk, glaube ich, zumindest auch als DDR4-Version. Aber hier sind wir in einem Bereich, wo die Boards in der Regel DDR5 haben, weil wenn ich jetzt hier 350 Euro für ein Board ausgebe, dann kann ich auch 200 Euro für einen RAM ausgeben. Ne? Das macht dann keinen Sinn mehr. Wir haben hier WLAN immer mit dabei. Also da sind wir jetzt, es gibt eigentlich gar nicht mehr in dem Bereich Boards ohne WLAN. Das haben die immer mit dran. Das kriegst du halt dann einfach mit dazu. Das ist automatisch inkludiert. So, jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir an Anschlüssen dran, also was kriegen wir hier mehr? Also die Spannungswandlerkühler sind einfach nochmal größer und stärker und bessere Spannungsversorgung auch drauf, wobei auch bei den anderen Boards hätte ich halt kein Problem, 13.000K drauf zu packen, hier ist recht nicht, also ist nice to have, versteht mich nicht falsch, aber brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Wir haben hier auch wieder 4 M2-Slots bei dem Board dran. Die sind sowohl beim Z96 als auch beim Z97 alle PCI Express 4.0 angebunden. Das war ja auch schon gerade so. Also da haben wir überhaupt keine Probleme mehr. Wir haben an den USB-Anschlüssen jetzt in dem Fall hier 6 USB-Anschlüsse. Dafür einer 3.2 Typ C, dreimal 3.1 Typ A. Und wir haben hier auch den PCI Express Slot mit PCI Express 5.0 angebunden. Das hatten wir bei den anderen Z-Boards auch. Also bei den Z-Boards immer PCI Express 5.0 der Grafikkarten-Slot angebunden. Wir haben hier, wie gesagt, noch ein paar extra Slots für Erweiterungskarten. Das haben wir hier genauso. Das macht da also nicht wirklich einen Unterschied. Wir haben hier wirklich große M2-Kühler drauf, genauso wie hier, ne, damit die M2-SSDs auch wirklich gut gekühlt werden können, wenn ihr da gerade besonders schnelle SSDs benutzt. Wir haben hier SATA-Anschlüsse dran, genauso wie hier. Also hier haben wir 6 dran. Das sieht man aus, hätten wir hier sogar 7 dran. Warum wir so eine krumme Zahl genommen haben, keine Ahnung. Das haben wir hier also auch zu Genüge dran. Das reicht also mehr als aus. Was wir hier dran haben bei dem Board ist, wir haben hier einmal 3.2 Typ C, einmal sogar 3.1 Typ C, also 2 Typ C gesamt, und haben dreimal USB 3.1 noch dran. Genau, nee, sogar viermal USB 3.1 haben wir hier dran, und ja, wie gesagt, 10 USB-Boards gesamt, hier halt 8. Das sind so die Unterschiede hier. Also man merkt, es sind keine Riesenunterschiede mehr so groß da. Das Ding hat vielleicht nochmal 2 USB-Anschlüsse mehr oder so. Man kann sagen, wenn man jetzt das Tomahawk nehmen würde als Z96, hat das 2 USB-Anschlüsse weniger. Das heißt, das Z97-Modell hat 2 USB-Anschlüsse mehr bekommen. Ansonsten hat sich da auch nicht groß irgendwas getan. Sieht fast genauso aus. Preislich ist das Z96-Modell bei so 320, das bei 350. Ihr zahlt also beim Z97 30 Euro mehr für 2 USB-Anschlüsse. Ob man das jetzt braucht, könnt ihr selber entscheiden, meiner Meinung nach nicht unbedingt. Also, wie gesagt, Z97, also wir haben ja am Anfang gelernt, was für mehr Lanes und tolle Vorteile. Es wird halt in der Praxis nichts umgesetzt. Also nicht so schlecht, wenig umgesetzt. Das ist einfach hier der Fall. Deswegen, da macht es auch nicht unbedingt so viel Sinn. So, jetzt haben wir ja gelernt, eigentlich PCI Express 5.0 Lanes sind ja da. Warum haben wir keinen PCI Express 5.0 selbst bei diesem Board hier für die SSDs? Ich habe mir das mal rausgesucht. Man muss sagen, ASRock bietet bei den Z97 Boards ab der so 250 Euro Klasse, das ist dann das PG Riptide heißt das, bietet das sogar eine SSD mit 5.0 an. Bringt mir das was? Jetzt auf der Computex wurden die ersten SSDs mit 5.0 vorgestellt, kommen dann irgendwann in Handel. Brauche ich nicht unbedingt, aber das geht so bei 250 Euro los. Wobei man sagen muss, das Board von MSI oder Gigabyte oder Asus erst so ab 500 Euro starten mit 5.0 Anschluss für die SSD. Und genau, bei den Z-Boards gibt es nur, weiß ich nicht, ich glaube 5 oder 6 Mainboards. Ich habe das hier aufgeschrieben. Bei den Z-Boards gibt es nur 6 Boards, die alle mindestens 500 Euro kosten, die PCI Express 5.0 haben für eine M2.
bei den also Z96 Boards, bei Z790 ist es so, dass es da schon 15 Boards gibt, die das bieten dran haben und die, wie gesagt, mit den Astrobots Boards ab so 250€ starten. Also es ist verbreiteter, aber wenn ihr so ein MSI Board oder sowas haben wollt oder Asus oder Gigabyte, seid ihr auch wieder bei 500€ oder startet. Also ja, ist nicht so der Riesenunterschied. So, fassen wir das Ganze mal zusammen, um da mal zu einem Fazit zu kommen. Also, es ist so, dass wir gesehen haben, dass die 700er Boards im Gegensatz zu den 600ern nur Nuancen ändern. Bei manchen Boards gibt es überhaupt gar keine Unterschiede. Bei manchen sind so kleine Unterschiede wie mal 1-2 USB-Anschlüsse mehr, einen PCI-Express 5.0 statt 4.0 Slot für die Grafikkarte oder noch ein Slot, der dann bei der M2 statt 3.0 mit 4.0 angeboten ist. Also wirklich nur Nuancen, nichts Besonderes, wo ich sagen würde, boah, dafür muss man das unbedingt nehmen. Aktuell ist es so, dass ihr schon so 10-20€ mehr zahlt für so Boards. Da würde ich noch sagen, lohnt sich nicht unbedingt. Die Parität wird da wahrscheinlich ziemlich nah rangehen, dass dann bald auch die 700er Chipsätze auf den Preis von den 600er Chipsätzen fallen. Dann nehme ich natürlich das 700er mit. Ne? Aber wenn jetzt 20€ Unterschied ist, braucht man es nicht unbedingt. So, brauche ich ein Z oder brauche ich ein B-Board? Also wir haben gesehen, dass es bei den B-Boards ab einem so 150€ Preisbereich durchaus ausstattungsmäßig schon alles gibt, was man so braucht. Und wenn ihr da die Unterschiede gesehen habt von einem B zu einem Z-Chipsatz, dann ist es nicht so viel. Also ihr habt ja gesehen, wir hatten von Gigabyte das B660 GMX DDR4 da und das das Z690 GMX DDR4 da. Die Boards haben sich unterschieden, dass das Z-Board alle SSDs gekühlen konnte, dass es 4 statt 3 M2 SSDs hatte, die auch alle mit 4.0 angebunden waren und nicht eine mit 3.0. Zwei USB-Anschlüsse waren mehr dran, USB-C zum Beispiel auch. Und es war dran der PCI-Express-Slot mit 5.0 für die Grafikkarte. So, dafür ist allerdings der Preisunterschied 70€. Jetzt müsst ihr selber überlegen, schließe ich 4 M2 SSDs an statt 3? Brauche ich 5.0 für die Grafikkarte, wo es noch keine Grafikkarten gibt, die das unterstützen? Brauche ich 8 statt 10 USB-Anschlüsse mit USB 3.2, wo mir jetzt, also was schließt man mit USB 3.2 an? Eine externe SSD, wer hat sowas, ne? Also eine externe M2 SSD auch noch, ne? Weil ansonsten reicht mir auch ein kleinerer Anschluss, ne? Das für 70€ mehr. Also es lohnt sich meiner Meinung nach eigentlich nur, wenn ihr übertakten wollt, weil das können die B-Boards einfach nicht, dann sind die anderen Features nice to have. Aber man sieht auch, mit einem besser ausgestatteten B-Board bekomme ich auch die ganzen Anschlüsse, wenn ich die haben will. Braucht dann nicht unbedingt das Übertakten-Feature. Na, wenn ich das nicht brauche, kann ich auch dazu greifen dann eben. Also dementsprechend greift eigentlich nur zu Z, wenn ihr übertakten wollt oder wenn ihr wirklich diese ganzen Anschlüsse alles unbedingt haben wollt und sagt, das reicht mir nicht, ich muss hier 10 USB-Geräte anschließen und USB-Hub gibt's nicht, ich muss alles direkt anschließen oder sowas, ja, dann gibt ihr das halt mehr aus. Ansonsten lohnt sich das eigentlich nicht, wie ihr da gesehen habt. Die Spannungswandlerkühler sind auch super schon bei den Mittelklasse-B-Boards. Ne? Da brauchen wir jetzt kein Z-Board unbedingt. Ne? Und wer schließt so viel M2? Also in der Regel macht ihr mal eine M2 rein, vielleicht noch eine zweite, wenn ihr mal upgradet, aber dann noch mehr, dass ihr 4 anschließt. Ja, das ist schon eher selten. Da müsst ihr wirklich genau wissen. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch einen Überblick gegeben, auch zu sehen, dass die 700er Chipsätze nicht unbedingt immer sinnvoll sind, 600er genauso gehen, wie gesagt, Z-Boards, nur bedingt sinnvoll sind und hat euch dabei geholfen, das Ganze für euch bei der PC-Auswahl ein bisschen weiterzuhelfen. Bei uns im Job gibt es natürlich auch eine große Auswahl von diesen Mainboards und ihr könnt dann da eben bei der Konfiguration das Board wählen, was für euch am besten ist. Wir haben auch alle verschiedenen Hersteller da, könnt ihr euch auswählen, wenn ihr da bestimmte Boards mehr mögt oder nicht. Da sind auch nochmal alle technischen Daten zu jedem Board bei uns im Konfigurator, wenn ihr auf dieses kleine Fragezeichen klickt, abrufbar. Und ich hoffe, das Ganze hat euch weitergeholfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und dann sehen wir uns nächsten Sonntag im weiteren Video. Ciao!